Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. Ja, mit dem altbekannten Herrn stehen wir hier an der Kasse und unsere Tankstelle wird größer und größer und es ist immer mehr los. Wir kommen eigentlich kaum noch dazu, irgendwas anderes zu machen, außer abzukassieren. Und ja, es ist schön, die Tankstelle wächst. Es kommen immer mehr Kunden. Und ja, wir schauen mal, was uns heute erwartet. Wir müssen noch einige Kunden bedienen. Und müssen auch mal wieder einige Regale auffüllen. Beziehungsweise auch mal Eis ausstellen. Und wir brauchen unbedingt auch wieder Alkohol. Unbedingt. Und wir bräuchten mittlerweile wirklich eine Angestellte 24 Stunden am Tag an der Kasse. Und deswegen holen wir jetzt wieder Charlotte dazu. Damit wir mal schauen können, was wir so alles nachbestellen müssen. Und können dann auch mal die Werkstatt erledigen. Beziehungsweise wir können ja schon mal das Fahrzeug hochfahren. Oder hatten wir das sogar schon hochgefahren? Wir hatten es sogar schon hochgefahren. Also können wir gerade mal schauen, was denn dort gemacht werden soll. Vier Reifen. Wir haben nicht mal vier Reifen. Okay, wir machen erstmal zwei. Dann machen wir eine Expressbestellung. Und bestellen mal ein paar Reifen mit. Vielleicht sind sie ja mittlerweile wieder günstiger. Wäre wünschenswert. Weil der Herr kann ja mit vier platten Reifen nicht weiterfahren. Beziehungsweise mit zwei jetzt nur noch. Also man kann wahrscheinlich schon, aber es wäre wahrscheinlich nicht so ganz gesund fürs Auto. Und für die Menschen außenrum. Also zwei Reifen. Den Spiegel können wir schon mal erledigen. Den Spiegel machen wir schon mal schnell. Und dann gehen wir ratzfatz Reifen bestellen. Man sieht, es ist immer was los. Es ist immer was los. Falsch. Ich wollte eigentlich Reifen bestellen. Reifen. Ja, die sind immer noch ziemlich teuer. Wir bestellen aber trotzdem gleich mal. Bestellen wir mal fünf Stück. Und wir tanken gerade mal schnell ein weiteres Fahrzeug auf. Wow, super. Ihr seht, Parkplatz ist ziemlich voll. Mittlerweile bräuchten wir auch eigentlich eine Reinigungskraft. Die können wir auch mal wieder auffüllen. Und die Fast Pringles auch. So, Popcorn haben wir auch noch ein bisschen. Die Kreis ist auch so ein Kundenliebling. Die Chips füllen wir auch auf. Und wir brauchen immer noch Getränke. Wir brauchen unbedingt Getränke. Wir brauchen einmal von der Sorte was. Stellen gleich auch mal Verschiedenes mit. Und wir brauchen Alkohol. Passt das in den LKW? Natürlich nicht. So sieht es besser aus. Und wir lernen gerade mal den Müll. Na komm. Da kommt auch schon der Reifen-LKW. So, wir räumen gerade mal auf nebenbei. Bis der steht und ausladebereit ist. Und dann rennen wir schnell zum Kunden, machen die letzten Reifen drauf, damit der weiterfahren kann. Oh, das war auch mit Stil. Das war mit Stil. War natürlich auch wieder geplant gewesen. So. Wir füllen erstmal die Reifen auf und dann geht's auch direkt weiter. Ab, 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 ab. Direkt dran. Und wieder festgeschraubt, ohne dass Löcher vorhanden sind. Perfekt. So macht man das. Und wir haben schon wieder eine Lieferung. Wir haben schon die Lieferung erhalten. Das heißt, wir können direkt wieder ins Lagerhaus.
Glück haben wir mittlerweile Unterstützung an der Kasse. Sonst wäre das für uns nicht mehr so leicht machbar. Man sieht ja, es gibt ständig was anderes zu tun. Und das können wir nicht wegschmeißen. Okay. So. Nehmen wir gerade auch das Stroh noch mit. Weil, warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Weg damit. Schwebende Fässer wollen wir auch nicht haben. Weg damit. So, und der ist schon weg. Also zu. Rein. Dann füllen wir jetzt erstmal wieder alles auf. Und dann könnten wir eigentlich auch schon wieder investieren. Wir könnten theoretisch wieder ein neues Regal kaufen. Was müssen wir nachfüllen? Aktuell gar nichts eigentlich so wirklich, außer Zigaretten. Zigaretten brauchen wir auch unbedingt mehr. Unbedingt mehr Auswahl und Eis auch. Wie sieht's aus? Kosten sind hoch. LKW hat noch ein bisschen Platz. Wir bestellen noch ein bisschen Eiscreme mit. Das passt nicht mehr in den LKW. Okay. Achso, der LKW ist gerade unterwegs. Wir können nichts bestellen. Wie sieht's denn aus mit Lagerhaus ausbauen? Kostet 200. Machen wir doch direkt. Das ist eh noch eine große Baustelle. Aber so können wir jetzt bestimmt mehr Sachen auf einmal bestellen. Oder? Ich wollte doch eigentlich gar keine Getränke bestellen. Ich wollte doch eigentlich Eiscreme bestellen. Und Zigaretten. Ja, wir können tatsächlich mehr bestellen. Das ist schon mal sehr von Vorteil. Das ist wirklich sehr von Vorteil. Ach komm, wir bestellen nochmal sowas mit. Wir haben noch ein bisschen Geld. Aber wir geben jetzt nicht alles aus. Wir müssen ja auch gleich die gute Dame noch bezahlen. Hallo? Und wir wollten ja dann auch noch eine weitere Zapfsäule bauen. Wir müssen noch so viel erledigen. Ich hätte ja auch gerne noch einen weiteren Wohnwagen, damit wir noch mehr Angestellte haben können. Beziehungsweise noch eine mehr. Erstmal. Aber gut. Wir wachsen ja langsam. Und? Ach, knapp. Knappe Sache. Oh, der war zu hoch. Aber auch gar nicht so verkehrt. Was haben wir hier? Zwei Türen, ein Reifen. Das haben wir natürlich schnell erledigt. Wir sind ja Reifenprofis. Reifenprofis. Irgendwo ist noch was, oder? Nee, doch nicht. Aufgabe erledigt. Noch eine Tür. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Sammeln wir unseren Müll noch auf. Nehmen wieder die Reifen mit. Und wir müssen schon wieder Reifen nachbestellen. Wir müssen eigentlich schon wieder Reifen nachbestellen. Zwei Stück haben wir noch. Und da steht schon der Liefer-LKW. Charlotte macht auch gleich Pause. Das heißt, wir müssen dann an die Kasse. Und uns um alles kümmern. Ja, kann man machen. So, schon wieder entladen. Der Fahrer kann schon wieder einsteigen, aber der lässt sich natürlich Zeit, weil der kriegt der Geld, wenn er länger arbeitet.
und zu. So, bisschen den Schmutz wieder wegmachen. Den Mülleimer schon wieder leeren. Ab in den Container damit. Das war ein bisschen stark geworfen. Aber der Müllsack hat Spaß, also sind wir alle zufrieden. So, wir füllen hier erstmal auf. Ja, so langsam wird es auch voller. Hier müssen wir auch schon wieder auffüllen. Und hier füllen wir auch noch Eis auf. Schon voll. Okay. Ich glaube, so größere Getränkeregale wären auch echt nicht verkehrt. Oder zumindest mal mehrere. Schauen wir dann mal. Ich würde ja jetzt erst einmal gerne. Hier bin ich falsch. Eine weitere Zapfsäule bauen. Für 250 machen wir. Weil ich habe das Gefühl, mit Benzin verdient man auch einigermaßen gut. Ist natürlich eine schnelle Aufgabe. Aber wir müssen auch Benzin nachbestellen. Das gehört natürlich dazu. Und wir müssen wahrscheinlich wieder streichen, oder? Ja. Oder? Nein, doch nicht. Alles noch in Ordnung. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Also würde ich sagen, kaufen wir entweder noch ein Alkoholregal oder wir tun in die Autopflege investieren. Da das ja eigentlich so der Renner ist, würde ich sagen, nehmen wir noch so eins. Und platzieren das am besten hier, neben dem Eis. Und dann stellen wir das andere daneben. So. Dann füllen wir einfach mal auf. Dann haben wir ein bisschen mehr Waren im Angebot. Und hier könnten wir theoretisch noch so ein Softdrink-Regal hinstellen. Und hier dann die Autosachen. Na gut. Da kommt die Benzinlieferung, aber wir tanken erstmal. So. Wir können auch gerade nochmal unseren Benzinkanister auffüllen. Weil den brauchen wir ja doch ab und zu mal. Dann können wir auch direkt tanken. Und dann bezahlen wir erstmal Charlotte. Und dann kann die erstmal eine Pause einlegen. Gerade ist ja nicht so viel los. Und wir können ja noch Rudy erstmal parken. Brauchen wir aktuell nicht. Außer. Ne, unsere Parkplätze haben wir ja alle freigeschaufelt. So, geparkt. Wir haben Kundschaft. Und auch schon wieder zwei Kunden an der Kasse. Ist schon gut, aber wir hätten andere Aufgaben zu tun. Ich hatte gerade nicht viel eingekauft. Oh, das war auch wieder knapp. Ich habe gedacht, das fällt runter. Und 2,75 $ Trinkgeld.
Das freut einen. So, wir schauen mal nach dem Auto in der Werkstatt. Was soll hier denn gemacht werden? Drei Reifen. Das ist gar nicht so praktisch. Wir müssen schon wieder Reifen nachbestellen. Also Reifen sind hier echt der Renner. Ich weiß zwar nicht, was die Leute alle mit ihren Autos anstellen, aber Reifen sind der krasseste Shit. So, drauf damit. Und wir müssen Reifen bestellen. Ich glaube, ich habe getroffen. Erstmal machen wir noch die Kratzer weg. Müssen wir auch nachbestellen, die Sachen. Also Kratzerentferner und Reifen. Wo ist noch was? Dann bestellen wir mal wieder Reifen. Was ist denn mit dir los? Ihr habt wohl Spaß. Ach was, der Bus ist da. Der Partybus. Ich glaube, wir holen mal Verstärkung. Okay, ich denke mal, wir hören keine Musik oder sowas, weil ich ja die Musik ausgestellt habe, weil ich nicht weiß wegen YouTube. Jedenfalls haben die Spaß und ich habe Spaß, denen den Müllsack an den Kopf zu knallen. Interessant. Das hat also unser lieber Onkel gemeint, dass das ein bisschen Arbeit ist, wenn so ein Bus ankommt. Aber okay. Wir geben uns Mühe. Oh je. Oh je. You're amazing. Thanks. Also die haben Spaß. Ich hätte auch gern so viel Spaß, wenn ich mal an der Kasse stehe. Ich glaube, wir müssen auch gleich aber ganz viele Sachen nachbestellen. Ich würde tippen auch viel Alkohol. Oh Gott, ja. Wir brauchen unbedingt Alkohol. Wir brauchen unbedingt Alkohol. Unbedingt. Sonst wird das Partyvolk nicht erfreut sein. Wir bestellen auch gleich noch andere Sachen mit, und zwar wieder ein paar Zigaretten und vielleicht auch noch ein paar normale Getränke. So. Und wir wollten ja Reifen bestellen. Hatten wir jetzt schon Reifen bestellt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben noch keine Reifen bestellt. So. Nehmt mich mit. Das Zeug, was die genommen haben, hätte ich auch gern. Das hätte ich auch gern. Naja, wir tanken erstmal wieder, gehen unserem Geschäft nach und wir haben wohl wieder gelevelt. Und das sieht doch echt schon hammermäßig aus.
Ja, der Partybus macht viel Arbeit, aber bringt auch viel Geld. Aber muss halt wirklich alles auffüllen. Sogar Popcorn. Die haben das Popcorn geplündert. Wir brauchen echt von allem wieder. Eieieiei. Die haben es gut gemeint. So, wir entladen den LKW. Also wir haben schon gut Gewinn gemacht jetzt durch den Partybus. Lohnt sich schon. Aber ich möchte nicht an der Kasse stehen, wenn der da ist. So. Irgendwie staut sich's da vorne, oder? Sieht fast danach aus. Weil unsere Reifenlieferung kommt nicht. Wir schauen gerade mal, was da vorne vor sich geht. Ja, das geht wohl nicht mehr weiter. Hauptsache, die Partyleute haben Spaß. Die fahren weg. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die partyhafte Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Würde mich richtig freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.